Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir uns heute überlegt, die Mama kommentiert mal ein bisschen, teilweise mit mir zusammen, das heutige Training mit ein paar Sprüngen, also das heutige kleine Springtraining. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Video. Jetzt will der Espresso gleich mit mir ein bisschen schwätzen, aber die Isa erlaubt es nicht. Und dann denkt er, naja, dann wackel ich halt ein bisschen mit dem Kopf. Und jetzt sind wir auch schon beim Trab. Leicht traben. Schauen wir mal, ob ich auf dem richtigen Fuß bin. Ja, bin ich auf dem richtigen Fuß? Bist du? Bin ich? Hab ich dir gut beigebracht? Und so schnell sind wir auch schon im Galopp. Ich glaube, das ist sowieso die Gangart, die in Espresso am meisten Spaß macht. Espresso heute mal ganz besonders hübsch gemacht. Alles in Blau. Ich glaube sogar, er gefällt sich selbst auch sehr gut in diesem Blau. So, und dann, ja, stolpern wir ein bisschen über das Kreuz. Ach nee, das war nicht da. Hopp. Ach, was habe ich mich denn da umgedreht? Keine Ahnung, vielleicht kam ein Reiter. Ach, da hat die Bärbel gestanden. Ja. Ja, mein Augenmaß, das glaube ich noch ganz gut. Ja, mit der Galoppstange. Ja, das Vorderzeug, das haben wir leider vergessen. Zu Hause. Weil ich es mit nach Hause genommen hatte zum Waschen und deshalb musste ich mal ohne springen. Oh Esel, was machst du dann? Mensch, heb doch die Füße. Das war aber eben ein bisschen groß, Isa. Was macht ihr denn? Bald springe ich auch mal den Espresso. Trotz der hohen Temperaturen ist er total motiviert. Man sieht, macht das Espresso auch echt viel Spaß. Es kommt gleich eine Kombination. Da hat er das erste Mal ein bisschen aufgepasst. Zack und hopp. Erst so ein kleines Stallchen am Anfang. Dann wieder rein in die Halle, weil da war es nicht so mega warm. Da war ein bisschen Lüftchen. Ja, da hat der Espresso dann auf einmal ein bisschen Speedy bekommen. Da wollte er wieder ein bisschen schneller galoppieren. Mhm. Trotz den hohen Temperaturen. Nachdem er dann einmal die Stange runtergehauen hat, hat er auch ein bisschen besser aufgepasst. Dann wurde er sogar wieder ein bisschen übermotivierter. Habe ich schon gerade gelitten, auf einmal bei der Hitze hier die Kraft her. Die Kraft und die Energie her. Da in der Ecke, da muss man immer sehr bremsen. So, jetzt musste sie mir ausweichen, weil ich auf dem Hufschlag gestanden habe. Also es ist kein Dressurvogel gewesen, sondern nur ich. Also er erschreckt sich immer gern vor unsichtbaren Geistern. Deshalb der schöne kleine Schlinker an der langen Seite. So, und da wollte er dann auch ein bisschen galoppieren, wie er möchte. Und hat mir ein bisschen im Kopf geschnickt. Aber das ging dann. Da habe ich ihn relativ früh vom Sprung wieder bekommen. Wir sind nochmal Larifari, außer rumtraben. Und jetzt Espressos Lieblingsbeschäftigung. Er sieht auf jeden Fall aus, als hätten wir den komplett mit Öl eingerieben. Also Wälzen gehört zu seinen Lieblingstätigkeiten. Das Geheimmittel ist übrigens nur Wasser. Einmal schön eingesifft, einpaniert und glückliches Pferd. Okay, ihr Lieben, das war's mit dem kurzen, kleinen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!